soll unser Haus mal werden. Unser Garten. Wie wunderschön. Tu nur ja nicht so viel Arak an die Creme. Keine Angst, Frau Oberholzer. Genau nach Rezept. Man gieße ein Likörglas voll hinein. Zirkus, 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 Akrobat, oh wie schön, in den höchsten Höhen bist du kaum zu sehen. Keulenschwinger, Salto, Springer, hopp, 1, 2, 3, auch der dumme August ist dabei. Kannst du mir verzeihen? Und wenn ich dir schenke, ein Kuss? Ja, hier hängt er. Dieser Herr, sogenannte moderne Gartenarchitekt, den du uns ins Haus gebracht hast. Und das will ich dir sagen. Den will ich hier nie mehr sehen. Aber Vater, wir haben ihn doch heute zu deinem Geburtstag eingeladen. Da wirst du den wieder ausladen. Wieso denn ausladen? Er hat sich über ihn geärgert. Kannst du nicht ein gutes Wort für ihn einlegen? Du kriegst ihn vielleicht doch noch um. Ja, wie er dich angesehen hat, nicht? Wie er einen Zylinder gezogen hat. Schimmel. Ich hab ein kleines, süßes Pony. Das Sein so lieb und klug, Sein wie ein Mensch beinahe. Das Sein ganz schwarz und heißen Johnny. Ich sag ihm alles und es nicken immer ja. Aus dir könnte mal was Großes werden. Ich bitte dich, hör auf mit deinem Flohzirkus, Direktor. Ich kann doch nichts dafür, wenn mich die Mädchen ab und zu mal nett angucken. Sascha, du brauchst dich gar nicht entschuldigen. Meine Papa hat immer gesagt, wenn Männer erst in ein gewisses Alter kommen, sie machen Frühling mit Gewalt. Was sind das für Intimitäten? Deine Erziehung, Albert. Du hast mit diesen Zigeunern nichts zu schaffen. Zigeuner? Hilla hopp, 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 hilla hopp. Oh, mein Papa war eine wunderbare Klein. Feuerwerk beliebter Melodien, große Darsteller und herzerfrischendem Humor. Aufs Neue für Sie, demnächst in diesem Theater.